Hier ist die Zahl 324. Wenn ich die etwas ausführlicher schreiben würde, würde ich erstmal in die 100er Stelle gucken. Da steht eine 3 drin. Deswegen stecken in der 324 schon mal mindestens 300er. 100er. Aber das ist noch nicht alles, denn in der 10er Stelle steht eine 2. Also stecken auch noch 2 Zehner in der 10er, in der 324. Und das ist immer noch nicht alles. Ein bisschen hat die 324 noch zu bieten, denn in der 1er Stelle steht eine 4. Also kommen auch noch 4 Einer drauf. Gut, gut. Wenn du jetzt noch wissen möchtest, wie das Ganze bildlich aussieht, habe ich dir hier noch was Schönes hingemalt. Hier hast du drei Gruppen mit jeweils 100 Kästchen, also 300er. Und dazu kommen auch noch zwei Gruppen mit jeweils 10 Kästchen, also 2 Zehner und eben 4 einzelne Kästchen. Jetzt möchte ich von 324 verschiedene Zahlen abziehen. Also ich fange einfach mal an und ziehe jetzt mal 10 ab. Ich bleibe mal in den Farben. Zehner sind gelb und die Einer sind blau. Also was mache ich jetzt? Ich ziehe jetzt hier kein 100er ab, weil das ist ja 10 ist ja das gleiche wie 1 Zehner und 0 Einer und natürlich auch 0 Hunderter. Also schreibe ich jetzt hier nur bei den Zehnern hin, dass ich da einen Zehner wegnehmen möchte. Und ich möchte halt auch keinen Einer wegnehmen. So, wie viel kommt dabei jetzt raus? Schaue ich doch mal. Also von den 300ern nehme ich keinen weg. Also habe ich danach immer noch 300er. Kann ich also hier schon mal hinschreiben. Die 100er bleiben mir erhalten. Habe ich immer noch 300er. So, bei den 10ern. Ich hatte vorher 2 Zehner. Jetzt nehme ich einen Zehner weg. Bleibt also noch ein Zehner übrig. Also kann ich hier hinschreiben, ein Zehner. 2 Zehner minus ein Zehner macht einen Zehner. Und von den Einern nehme ich auch keine weg, also bleiben immer noch die, die ich am Anfang hatte, nämlich 4. Also hier 4 Einer. So, wie sieht das Ganze jetzt hier drüben in dem Bild aus? Hier, was habe ich gemacht? Ich habe einen Zehner weggenommen. Also hier sind die Gruppen mit den Zehnern. Und jetzt nehme ich den hier sozusagen einfach weg. Und dann würden noch übrig bleiben 1, 2, 300er, 300er. Und es bleibt noch übrig eine Gruppe von 10 Kästchen, also ein Zehner. Und eben auch die 4 Einer, da hat sich nichts dran geändert. So, soweit so gut. Lass uns noch ein zweites Beispiel machen. Also ich mache mal das Gekritzel hier wieder weg. Und auch das ganze andere Zeugs hier. Und dann gehen wir mal von der gleichen Zahl wieder aus, von der 324. Aber dieses Mal ziehe ich eine andere Zahl ab. Soll ja ein bisschen interessant bleiben. Also, diesmal ziehe ich mal 100 ab. Einen 100er und 0 Zehner und 0 Einer. So, was kommt dabei jetzt raus? Naja, ich ziehe halt 100er ab, deswegen schreibe ich jetzt hier schon mal hin, minus einen 100er. Also minus 100er. Ich ziehe keinen Zehner ab, deswegen schreibe ich auch nichts hin. Und ich ziehe auch keinen Einer ab, deswegen kommt da auch nichts hin. So, was kommt da jetzt raus? Also, ich fange mal bei den 100ern an. 300er minus 100er macht 200er. 20 minus 0 macht 20. Und 4 minus 0 macht 4. So, ein bisschen ausführlicher geschrieben, sieht das Ganze dann so aus. Ich habe jetzt 200er übrig, das passt, weil 300er minus 100er macht 200er. 200er, ich sollte sogar noch die Linie hier ziehen. Also hier drunter kommt das Ergebnis. So, und dann mache ich schon mal die Pluszeichen hier hin. Zack. Bei den Zehnern ändert sich nichts. Ich habe hier nichts abgezogen, bleiben also 2 Zehner übrig. 2 Zehner. Und bei den Einern ändert sich auch nichts, da habe ich auch nichts abgezogen, bleiben also immer noch 4 Einer. So, wie sieht das Ganze jetzt hier drüben wieder im Bild aus? Ich habe einen 100er weggenommen, also nehmen wir mal den hier weg. So, der zählt nicht mehr. Dann habe ich noch wie viel übrig? 1, 2 100er, zwei Gruppen mit jeweils 100 Kästchen. Die habe ich hier
oder auch hier. Also gut, ich sollte eigentlich, so soll ich eigentlich machen. Dann habe ich noch übrig zwei Gruppen mit jeweils 10, also zwei Zehner. Die sind auch da. Zack. Und ich habe auch vier Einer noch übrig. Die sind hier und die findest du auch hier wieder.